Okay, ich war gerade in den Einstellungen etwas einzustellen. Dein Teamkollege nähert sich und möchte vorbei. Wiederhole, Lukas will dich überholen. Das ist toll, Lukas kann jetzt weiter angreifen. Ich soll dir von Lukas Danke ausrichten. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Sofort Wiederholung, Rückblende. Nein. Neu starten. Ja. Ich hoffe, meine Tastatur belegt. Ein neuer Artfahrer bestimmt hier das Rennen. Ja. Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf, gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. Sich und möchte vorbei. Wiederhole, Lukas will dich überholen. Ich hatte gedacht, er hätte überholt. Wiederhole, dein Teamkollege möchte dich überholen. Ich weiß, dass du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Er kann nach vorne kommen. Wenn du Lukas aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Die Rennleitung fand deine kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht, nicht so toll. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. Alles klar, mein Flügel ist kaputt, heißt sofort Wiederholung, Rückblende. Eigentlich möchte ich ab da weiter. Rückblende. Das ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Okay. Nein. Ja, ich weiß, ich benutze es jetzt oft, aber... Wiederholung. Sobald man rausfliegt, hat man keine Kontrolle mehr über den Wagen. Du bist 8 Positionen hinter der geplanten Platzierung. Rückblende. Mann!
Rückblende. Ja, man verliert einfach komplett die Kontrolle. Mann. Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 25,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 1. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 32,6. Nice. Der Teamkollege scheint zu gewinnen. Das macht es ja schon mal leichter, wenn die Sprachsteuerung aktiv ist. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Box. Hä? Box. Boxenstopp. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ist klar. Pech gehabt, das war einfach nicht unser Tag. Ja.
Während die Fahrer aus ihren Autos steigen, bereitet sich Team Art darauf vor, einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war, ja. Er war besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts daraus, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Ein großartiges Rennen heute und ein wohlverdienter Sieg noch dazu. Das Team hat sehr hart gearbeitet, um genau das für sie richtige Setup des F2-Boliden zu erhalten. Und das Resultat spricht für sich. Art GP, die heutigen Sieger. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nach diesem schwierigen Rennen hat sich der Abstand an der Spitze für unseren Meisterschaftsführenden verringert. Also Davide Balsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages war Alessio Lorandi. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Art hat die Führung in der Rangliste übernommen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Alles klar. Ja, weiter geht's. Ja. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Ja. Wir sind bereit. Super. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken Sie daran, sie selbst zu sein. Und je mehr sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen Sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? Ich glaube, das hier. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lucas abzugeben? Klasse, das war dann alles. Ja. Hey, also, ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen, aber es war richtig. Du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich es auch beschreiben, nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Findet ihr nicht auch, dass er richtig aufregt? So ziemlich.
Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiv war. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Gib nicht auf, du bist noch im Rennen. Das ist ja nicht so wirklich meine Lieblingsstrecke. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich den Sound ein wenig leiser stellen? Die Rennleitung hat für Devin eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Sekunden verhängt. Greif weiter an, du kannst ihn noch einholen. Du kannst ihn schlagen. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Komm. Devin an der Box. Okay. Devin ist momentan auf P4. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,2 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Er ist auf Rang 15. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,25,0. Okay. Ich werde wahrscheinlich öfters nach dem Teamkollegen fragen, da... Ja, Teamkollege. Jetzt auf P6, sechster Platz. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Vor dir. Ja, klar, habe ich sie verursacht. Der ist mir hinten reingefahren. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Ich glaube, der hat sich einen Flügel abgefahren. Also, komm. P6, sechster Platz. Okay. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. Okay, nice. Wenn die zwei überrollen, ist Devin vor uns.
Moment drei Plätze vor dir. Ja, habe ich gemerkt. Ich stelle mal das Audio ein wenig leiser. Audioeinstellungen, Audio-Lautstärke, Gesamtlautstärke. Ungefähr so, Musik auch auf die... Nein, ich lasse das. Gut. Und jetzt noch die... Rückblende mal ganz kurz machen. Ja. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. Ja, wieso sagt er mir das dann die ganze Zeit? Okay, und dort ist Devin. Devin liegt ein paar Plätze vor dir. Alles klar, er hat überholt. Ja, Rückblende. Bin ihm leider reingefahren. War keine saubere Überholung. War kein sauberes Überholmanöver, muss er gesagt. Also sei schön vorsichtig beim Überholen. Ja, Butler. Devin ist derzeit auf P5. Alles klar, er hat gerade überholt. Mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Rückblende. Dort möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht in die Wand krachen. Devin liegt ein paar Plätze vor dir. Status Rivale. Jetzt P7. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,7 Sekunden. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Okay, alles Abstand klar. Zum Führenden 21,8 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Nur noch zwei Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Devin ist derzeit auf P5. Mann. So, okay. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,1 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,3. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Devin ist derzeit auf P5. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, darf ich die Rückblenden noch benutzen oder nicht? Weil je nachdem könnten es auch richtig kurze Rennen werden.
Devon liegt ein paar Plätze vor dir. Mal sehen, was wir hier unten noch schaffen. Siebter. Okay. Gut gemacht. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Großartige Leistung heute von Carlin. Was für ein überzeugender Sieg. Also, Davide, was ist deine Erklärung dafür? Das war ja eine Achterbahnfahrt. Glückwünsche sind absolut angebracht. Das war ein spektakuläres Rennen und eine fantastische Fahrleistung des Siegers. Allerdings werden sich nach dem Rennen viele Augen auf Devon Butler und die Kollision richten. Er war der Glückspilz des Tages. Er hatte Glück, dass er davongekommen ist und dass er nur eine Strafe erhalten hat. Pech, dass sein Rivale nicht dasselbe sagen kann. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox flippt das Team von Carlin beim Einlauf seines Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Devon Butler, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Das war heute ein großartiges Comeback. Dachten Sie, dass es vorbei wäre, als Sie mit Devon kollidiert sind? Das hier. Hätten Sie je gedacht, dass Sie den Platz von Devon zurückerobern könnten? Ich hatte gehofft, dass ich in einer Umkehr bei der Abstand war. Nein. Nein, ich wusste im Moment der Selbstfähigkeiten. Nein. Es war eine riesige Lücke, aber man muss einfach fahren und sehen, was passiert. Genau das hier. Sie und Lukas haben in letzter Zeit viele Punkte gesammelt. Wie schätzen Sie Ihre Chancen in der Meisterschaft ein? Das hier. Klasse, das war dann alles. Wahrscheinlich gibt es hier Devon. Zwei Devon, Szenarien. Warte, ich bin beschäftigt. Hey, was sollte das? Spinnst du? Ich werde mein ausgezeichnetes Rennen feiern. Das war gefährlich. Rücksichtslos. Eine schwarze Flagge wert. Und es gab keine, weil es meine Linie war. Du warst im Weg, ganz einfach. Mach nächstes Mal Platz. Nein, das war zu riskant. Es ist nichts passiert. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass du alle da draußen in Gefahr bringst. Hör zu. Berührungen passieren nun mal, okay? Ich wurde bestraft. Aber ich bin konzentriert weitergefahren und habe gewonnen. Das nennt man Rennen. Soll ich jedes Mal vor dir kuschen, wenn ich ein hartes Manöver fahre? Willst du Renndirektor spielen? Dann hör auf zu fahren. Bis dahin schulde ich dir nichts. Devon, du verstehst nicht. Du solltest dich nicht bei mir entschuldigen. Hör zu. Jeder fährt seine Linie auf der Strecke und versucht, sie zu halten. So ist das eben. Außerdem hast du mich trotz meiner Strafe nicht schlagen können. Schwamm drüber, okay? Von meiner Seite jedenfalls. Kopf hoch! Okay, das nächste Rennen kommt in der nächsten Folge, weil ich glaube, das wird das Vollrennen sein. Ja. Hier sind wir also okay, in Abu Dhabi. Das war's mit jedes der Folge. Bis zur nächsten Folge. Bye, Leute. Hat uns hierher